So, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Diesmal geht's hier um die Modifikation Tiberium Essence in Command & Conquer 3 Tiberium Wars. Die wollte ich euch in diesem Video einfach mal ganz kurz vorstellen und zeigen, was hier so neu ist. Denn mit dieser Modifikation werden sehr, sehr viele Einheiten und Gebäude aus dem Vorgänger Operation Tiberian Sun in das Spiel mit eingebaut. Und die werde ich euch alle hier, ja, was heißt alle, größtenteils werde ich euch die Einheitengebäude hier zeigen. Wie man hier erkennen kann, sieht das Tiberium auch schon ein bisschen anders aus. Und das hier ist übrigens ein Remake von einer Map aus Tiberian Sun, die nennt sich Frozen River, soweit ich weiß. Und wie man hier erkennen kann, sind da auch wieder die alten Zivilgebäude aus Tiberian Sun mit dabei. Und ich werde euch diese Modifikation jetzt einfach mal deswegen nahebringen, weil ich wissen möchte, ob ihr das hier in der Kampagne, in unserem Let's Play sehen wollt. Ich habe Tiberium Essence schon mal vor einiger Zeit gespielt, da war die allerdings noch in der frühen Beta-Phase. Und mittlerweile ist das Ding kompatibel mit der Kampagne von Tiberium Wars. Ich habe da schon angefangen, die Nord-Kampagne zu spielen und muss sagen, ich bin äußerst begeistert. Also das ganze Spielgeschehen wird wesentlich interessanter gestaltet. Und deswegen meine Frage, würdet ihr das in der Kampagne sehen wollen? Wie man sehen kann, man kann hier auch viel, viel näher an die Einheiten jetzt ranzoomen als vorher. Also das finde ich schon ganz schön krass, was man hier alles an Details erkennen kann. Und ein paar Einheiten und Gebäude wurden auch abgeändert. Und zwar, wenn wir jetzt mal gucken, wir haben hier auch wieder die alten Kanonen, Vulkankanone, RGB-Werfer. Das kennen wir alles aus Tiberian Sun. Und die Gebäude, die wurden in ihrer Funktionalität auch ein klein wenig abgeändert. Also beispielsweise hat hier der Gefechtsstand, das zeige ich euch nachher gleich noch, hat jetzt die Funktion eines Radars. Da brauchen wir aber vorher noch ein bisschen Energie, wie wir sehen. Ja, erstmal ein paar Kraftwerke nachbauen, weil sonst wird das hier nix. Da wollte ich jetzt eigentlich den Turm deaktivieren, habe aber versehentlich das Verkaufen-Symbol angeklickt. Und ich muss ja dazu sagen, das Ganze hier ist nachkommentiert von mir, weil ich in der Erstaufnahme ein, sagen wir mal, ein gebrauchtes neues Headset getestet habe, in der Hoffnung, eine bessere Soundqualität zu erzielen. Das war letztendlich leider nicht der Fall, also musste ich das Ganze nachkommentieren, weil die Qualität, die war einfach nur von der Lautstärke her, ich sag mal, eine akustische Körperverletzung. So, ich rüste jetzt hier einfach mal ein bisschen unseren Stützpunkt noch aus. Und wie wir sehen, der Gegner hat hier diese Insel da auf dem Fluss schon eingenommen. Da braucht man, glaube ich, stärkere Einheiten, um da durchzukommen. So, zweite Raffinerie ist ganz, ganz wichtig. In dieser Modifikation geht nämlich das Geld sehr schnell flöten. Also das werdet ihr gleich noch feststellen. Noch einmal 25.500 Dollar. Aber die werden gleich weg sein. Und es lohnt sich auch, mehrere Waffenfabriken zu bauen, damit man mehrere Einheiten gleichzeitig produzieren kann. Und wie man hier sieht, wir haben ganz, ganz viele Einheiten aus Tiberian Sun, wie die Titanen, die Werwölfe, die Schwebepanzer und so weiter und so fort. Und es gibt natürlich auch ein paar neue Fähigkeiten. Also hier die Kraftwerke beispielsweise, kann man die Turbinen jetzt auch schon aufrüsten, wenn man den Gefechtsstand platziert hat. Vorher war dazu ja das Technologiezentrum erforderlich. Hier sehen wir schon ein paar neue Fertigkeiten. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, diese ganzen Upgrades, was man da erforschen kann, habe ich mich noch gar nicht so richtig durchgelesen. Da kenne ich mich also auch noch nicht so ganz aus. So, den ersten Titan haben wir da stehen. Gibt gleich noch ein paar Schwebepanzer hinten drauf und die sehen wir uns auch gleich mal noch aus der Nähe an. Wird gebaut. Und wie man hier erkennen kann, die Sammler, die sehen auch ein bisschen vom Design aus wie in Tiberian Sun. Und was ich euch jetzt noch zeige, das ist hier ganz kurz, Moment, wir spionieren mal beim Gegner. Also allzu viel scheint er noch nicht zu stehen haben, aber wir schmeißen uns jetzt erstmal an den Mauerbau. Das ist nämlich auch möglich in Tiberian Sun. Und das hat man jetzt hier in Tiberium Essence wieder mit eingebaut. Da brauchen wir aber hier noch ganz kurz einen Kran, dass wir da die Baufläche unserer Basis erweitern können. Denn ich würde ganz gern bei den Kraftwerken zumachen. Wird gebaut. Titan ready. So, hier nochmal die ganzen Titanen übrigens aus der Nahaufnahme. Man kann bei denen eigentlich auch ein bisschen ins Cockpit reingucken, wenn man mal schaut, wie nah wir da ranzoomen können. Also das ist einfach nur abartig, was da mit dieser Modifikation geändert wurde. Also hier kannst du die Raketen vom Schwebepanzer zählen. So, da oben die ganzen Infanteristen, schicken wir mal alles darunter. Und dann werden wir zusehen, dass wir
den Feind angreifen, also die Insel. Aber vorher möchte ich mal ganz kurz hier noch die Mauern platzieren. Wie ihr seht, wir haben jetzt hier einen weiteren Bauradius. Also, wo sind die Mauern? Da sind die Mauern. Das Interessante ist, man muss die nur einmal basteln, dann kann man sofort so eine riesige Mauer entlang ziehen, wie ihr sehen könnt. Das geht also doch recht zackig. Und ich finde das ehrlich gesagt klasse, dass der Mauerbau wieder mit eingeführt wurde. Und ich habe das ja in der Vanilla-Version ein bisschen vermisst. Hier haben wir schon die ersten Auseinandersetzungen zwischen unseren Kampfeinheiten. Und guckt mal übrigens auf unseren Geldstand. Was ich euch erzählt habe, ne? Das Geld geht sehr schnell flöten. Und wieso errichte ich Trüb eigentlich nicht diese Gebäude, die da immer noch auf ihre Fertigstellung warten? Was ich hier gerade mal testen wollte, ist, ob man das Eis zerstören kann, weil das ist ja die erste Eismap, die Schneemap in Tiberium Wars. Vorher gab es sowas in dem Spiel gar nicht. Und ich wollte jetzt hier gucken, in Tiberian Sun konnte man ja die Eisschichten zerstören, da sind dann die Einheiten eingesunken, aber das geht hier scheinbar nicht. So, die Verteidigung von unserem Stützpunkt hätten wir soweit mal ausgerüstet. Technologiezentrum platzieren wir noch schnell und unser Radar ist von einem EMP getroffen worden. Und ich glaube, da braucht man noch ein bisschen mehr Feuerkraft, weil unsere Einheiten, die müssen da unten ordentlich was einstecken. Und wie ihr sehen könnt, wir haben auch hier noch zahlreiche zusätzliche Einheiten. Ja gut, da werde ich gleich nochmal drauf eingehen. Wir holen erstmal unsere Truppen zurück, bevor wir die komplett verlieren. So, Basis wäre halb eingemauert, damit sind wir erstmal sicher. Ja, ist eine Illusion, egal. Ja, und übrigens, ne, unser Geldstand ist so gut wie auf Null. Ja, so viel zum Thema, wir ziehen unsere Einheiten erstmal zurück. Jetzt müssen wir erstmal zusehen, also es ist ganz, ganz wichtig, mehrere Sammler auch zu bauen. Das war in Tiberian Sun schon so eine wichtige Strategie, dass man hier mindestens 4-5 Sammler und 2 Raffinerien im Betrieb hat. Kann hier absolut nicht schaden. Und man sollte wirklich mehrere Tiberium-Felder einnehmen. Und der Gegner, der übernimmt jetzt hier wohl die Zivilgebäude. Da werden wir gleich noch aufräumen. Und was wir hier sehen, das ist ein kleiner Zivilist. In dem Spiel gibt es jetzt auch wieder Zivilisten, die man auch auswählen kann. Die gab es vorher auch, aber die sind in der Gegend rumgelaufen. Man konnte die nicht angreifen, man konnte die nicht auswählen und gar nichts. Das ist jetzt natürlich möglich, wobei ich sagen muss, in der Nordkampagne habe ich noch keinen Zivilisten gesehen. Also ich weiß nicht, ob das nur auf diesen Remake-Karten ist. Denn diese Modifikation bringt ja ein paar Remake-Karten aus Operation Tiberian Sun wieder ins Spiel mit rein. Wie zum Beispiel Frozen River oder Dueling Island. Wer es kennt, ist sehr, sehr interessant. Und hier haben wir noch die Orbital Deployment Center. Mit dem Ding können wir einen Mammut Mark II aufs Schlachtfeld rufen lassen. Und ich denke, das werden wir einfach mal machen. Jetzt klick doch einfach da drauf, komm schon, ist doch wurscht mit dem Geld. Wird gebaut. Geht doch. Boah, das ist eine Qual, mir beim Spielen zuzusehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, heftig. So, und wenn wir dann unsere Streitkräfte ein bisschen ausgebaut haben, das kann jetzt natürlich eine Weile dauern, weil der Mammut Mark II, der braucht so seine Zeit, dann werden wir hier mal ordentlich aufräumen auf der Karte. Und ich bin mal sehr gespannt, also die ganze Kampagne, muss ich ganz ehrlich sagen, die ist so interessant mit dieser Modifikation. Hier haben wir nochmal ein paar dieser Fähigkeiten, also Scan und Scharfschützen kennen wir ja. Terraforming Torpedo ist sowas ähnliches wie die Katalystrakete von der Bruderschaft von Nord. Das Ding löst eine Kettenreaktion aus, wenn es mit Tiberium in Kontakt kommt. Da geht alles hoch, ist aber sauteuer das Zeug. Also die ganzen Preise von den Spezialfähigkeiten wurden auch abgeändert. Wie man schon gesehen hat, das Scharfschützenteam kostet $3.250. Und jetzt ist unsere Orbitalplattform fertig. Die platzieren wir hier mal. Und wie wir sehen, ist unsere Kaserne gerade von einer Katalystrakete getroffen worden. Und da geht natürlich direkt alles zu Bruch. Und was wir hier auch haben, sind Viskeroiden. Die sind wieder mit im Spiel dabei. Die gab es in... Ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Gab es die in der Vanilla-Version von Tiberian Wars auch? Also in der Kampagne habe ich das natürlich nicht gesehen. Bin ich mir nicht sicher. Und hier haben wir übrigens die neue Kommandoeinheit von Nord. Die wurde abgeändert. Das war ja vorher eine Frau. Jetzt ist dieses Black Hand Kommando. Und da schlägt wieder so eine EMP-Bombe in unseren Kraftwerken ein. Ist natürlich super. Hier fällt gleich alles aus. So, Energie ist wieder da. Und jetzt sollte ich dann langsam aber sicher mal zusehen, dass ich diesen Mammut Mark II baue. Den muss man nämlich extra anfordern. Hier haben wir übrigens auch nochmal, ne, der Falken, der ist, glaube ich, aus Tiberian Twilight. Sicher bin ich mir da allerdings nicht.
Und wie wir hier sehen können, wir haben mobile EMP-Kanone und Disruptor-Panzer, die sind auch aus Tiberian Sun bekannt. Die EMP-Kanone eher so aus Mission Feuersturm, also dem Erweiterungspack. Das waren halt Panzer, die einfach eine EMP-Welle ausgelöst haben. Aber richtig, einen richtigen praktischen Nutzen im Kampf an der Frontlinie hatten die jetzt eher weniger, weil die größtenteils im Weg umgegangen sind. Und hier komme ich jetzt endlich mal auf den Gedanken, diesen Mammut Walker Mark II zu bauen. Der braucht jetzt ein bisschen, bis er fertig ist, aber wenn der mal auf dem Schlachtfeld ist, dann wird hier ordentlich gerockt. Also, da geht die Party ab, das sag ich euch. Und eigentlich könnte man hier dem Gegner auch mal ein paar EMP-Bomben reinjagen, diese Shockwave-Bombardement. Gibt's quasi auch in der Vanilla-Version von Tiberian Boss. Das ist quasi diese Artillerie, die ein bisschen Schaden anrichtet und noch dazu ein EMP reinjagt und damit die Gebäude kurzzeitig ausschaltet. Hier haben wir jetzt den Bauhof und den Kran erwischt. Das bedeutet, der Kerl kann erstmal nichts mehr bauen. Zumindest keine Gebäude. Und wir warten jetzt einfach mal auf die Fertigstellung von unserem lieben Mammutmark. In der Zwischenzeit produzieren wir hier ein paar zusätzliche Einheiten. Mit denen können wir hier mal noch mal kurz den Kommando wegbomben. Aber weißt du was, wenn wir schon dabei sind, wir können auch hier gleich noch ein bisschen aufräumen. Ist ja so kein Problem. So, der Mammutmark ist gleich fertig. Da unten kommen noch mehr Truppen. Die können wir mit den Werwölfen kurz kalt machen. Die eignen sich wirklich hervorragend mit ihren Miniguns für Infanterie. Das war ja in Tiberian Sun auch so. Also da waren die gegen Infanterie super effizient. Muss man schon mal so sagen. Und es gibt natürlich auch auf Seiten der Mutterschaft von Nord und auf Seiten der Skrin neue Einheiten. Bei den Skrin weiß ich es ehrlich gesagt nicht. Also bei denen habe ich mich noch nicht umgeguckt. Mit denen habe ich auch noch nicht gespielt, muss ich ganz ehrlich zugeben. Und ich habe gerade gesehen, unser Mammutmark ist fertig. Da steht er, da kommt er gelaufen und wir können hier zusätzliche Dinger, zusätzliche Upgrades kaufen. Zum Beispiel für Luftabwehr oder gegen feindliche Bodentruppen. Standardmäßig hat er natürlich seine Minigun da unterm Kinn sitzen und seine Laserkanonen da oben. Die werden wir jetzt gleich mal ein bisschen aufrüsten und dann legen wir los. Ich habe hier auch gleich noch das Spielmenü ausgeblendet, dass wir ein bisschen mehr sehen. Und dann räumen wir hier erstmal auf unserer Inselhälfte auf. Zugegeben, der Mammut Mark II, der ist ein bisschen langsam, aber sowas von cool. Also mit dem zu spielen, das macht einfach so riesen Fun. Weil wie man sieht, das ist einfach nur eine wandelnde Superwaffe. Und der hat auch eine recht starke Panzerung, das werden wir gleich noch sehen, dass der ordentlich was an Treffern einstecken kann. Den schickt man nämlich jetzt gleich mal als Ersten auf diese Insel davor. Es wäre Selbstmord, unsere kleineren Einheiten vorzuschicken. Die dienen ja bloß als Geleitschutz, der eigentlich nicht zwingend erforderlich wäre. Also wie viel genau ein Mammut Mark II in dem Spiel aushält, weiß ich selber nicht. Ich habe da noch nicht so rumexperimentiert, aber ich glaube, diese Insel könnte der locker im Alleingang übernehmen. Nur er würde halt ordentlich dann Schaden nehmen. Also ich bin mir nicht sicher. Das werden wir auf jeden Fall in der Kampagne austesten, wenn ihr das Ganze denn in der Kampagne sehen wollt. Also schreibt das einfach mal eiskalt in die Kommentare, ob ihr diese Modifikation in dem Let's Play sehen wollt. Ich werde es gern mit einbauen. Also mir macht es riesen Spaß. Und ich muss sagen, vom Schwierigkeitsgrad her wird das auch nochmal um einiges gesteigert. Also das sind mit den ganzen neuen Einheiten sind teilweise neue Taktiken möglich, neue Taktiken erforderlich. Und hier machen wir jetzt erstmal das EMP-Zentrum platt, weil die ständigen Energieausfälle, die gehen mir echt auf den Zeiger. So, und hier jetzt noch ganz kurz den Luftwaffenstützpunkt der GDI. Da haben wir auch ein paar neue Einheiten. Also wieder mit dabei sind natürlich die Orca-Jäger, wo man jetzt zwischen Luft-Boden-Raketen und einer Minigun hin und her wechseln kann. Und die Minigun hat quasi unendlich viel Munition. Firehawks sind auch wieder mit dabei, dienen aber nur noch als Luftabwehreinheiten, können also nicht mehr mit Bomben bestückt werden, denn dafür gibt es jetzt die altbekannten Orca-Bomber wieder, die mit Streubomben und gezielten Bomben ausgestattet werden können. Orca-Carryalls haben wir auch zum Transport von Fahrzeugen. Dann haben wir noch ein Orca-Rig, das ist quasi sowas ähnliches wie das Boden-Rig, das kann sich stationieren und dann Lufteinheiten reparieren. Und der Condor-Transporter, der löst quasi den V-35-Ox-Transporter ab und soll eine Art Weiterentwicklung des Orca-Transporters aus Operation Tiberian Sun darstellen. Und ich würde sagen, wir marschieren mit unseren Einheiten jetzt mal ein bisschen davor. Wobei wir ehrlich gesagt nicht mehr viel Zeit haben, muss ich ganz ehrlich sagen. Drum würde ich sagen, wir
ja, wir werden diese Modifikation vielleicht im Let's Play weiterspielen, wenn ihr wollt. Wie gesagt, schreibt eure Meinung dazu einfach mal in die Kommentare. Ich würde mich freuen und ich werde mich jetzt erstmal von euch verabschieden, weil das Video rum ist und wir gucken hier einfach noch ein paar Bombeneinschlägen zu. Finde ich schon sehr geil gemacht, muss man so sagen. So, aber wie gesagt, ich verabschiede mich erstmal von euch und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, die ganz normal um 8 Uhr abends heute kommt. Und bis dahin, sage ich mal, tschüss.